Du willst dir deine eigene Meinung zu einem Unternehmen bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal und besuche uns auf www.modernvalueinvesting.de. Wir werden dich aktiv dabei unterstützen, dass du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Abonniere uns bei Instagram, komm in unsere Facebook-Gruppe und bild dir deine eigene Meinung. Möchtest du die Videos ohne Werbung gucken? Dann werde jetzt ein Patreon von Modern Value Investing und schau dir alle neuen Videos ohne Werbung an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Beachte bitte, dieses Video, der Podcast oder die Artikel können fehlerhaft sein und nicht vollständig und sie sind keine Aufforderung zum Kauf. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Beitrag von Modern Value Investing. Hi, ich bin Philipp und herzlich willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß doch, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum suchen nur Qualität zum guten Preis. Und heute sprechen wir über Puma. Wie werden wir vorgehen? Wir schauen uns an das Geschäftsmodell, die Fakten, die verschiedenen Strukturen und natürlich, ob eine Dividende bezahlt wird. Anschließend betrachten wir die Segmente von Puma, wo die Umsätze erzielt werden. Wir schauen uns die Produkte an. Gehen dann weiter zu den Kennzahlen, den Aussichten, der Einteilung nach Peter Lynch, den Levermann, dem Petrovsky F-Score. Marcel wird dich anschließend dazu durch den Chart begleiten. Du bekommst wie immer die Checkliste und MSDS, weil dann ist wieder deine Meinung gefragt, ob das Unternehmen auf die Watchlist kommen soll. Fangen wir direkt an mit dem Geschäftsmodell. Die Puma SE ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Schauen wir uns die Fakten an. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet, hat aktuell ca. 12.192 Mitarbeitern und hat mit diesen im Jahr 2018 einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro bei einer Marktkapitalisierung von 10,17 Milliarden Euro erwirtschaftet. Betrachten wir die Aktionärsstruktur und die Dividende. Bei der Aktionärsstruktur siehst du, die Familie Pinault-François Family hält 28,4% aller Aktien. Kering, auch eine Aktiengesellschaft, hält 15,9% der Aktien. Dann haben wir natürlich auch wieder die üblichen Verdächtigen dabei, wie zum Beispiel BlackRock, Fidelity oder auch Wellington. Aber wir haben hier wirklich große, starke Ankeraktionäre. Der Anteil am Modern Value Investing Wikifolio liegt bei 0,00%. Eine Dividende gibt es, aktuell 75 Cent. Sie wird einmal pro Jahr bezahlt bei einer Ausschüttungsquote von ca. 28%. Das ist auch der Zielkorridor. Der Zielkorridor ist bis 35%. Schauen wir uns die Segmente an, in denen Puma tätig ist. Puma berichtet in drei Segmenten: Schuhe, Kleidung und Zubehör. Schuhe macht 47% der Umsätze aus, 36,3% Bekleidung und Zubehör, also Accessoires, 16,7%. Hauptumsatzbringer ist Nordamerika mit 25% und Europa mit 25,2%. Asia Pacific ohne China macht 11,9%, China macht 11,5%, Lateinamerika 9,3%, EEMEA macht 11,3%, also wir sind hier sehr, sehr breit aufgestellt. Schauen wir uns jetzt die Webseite an. Jetzt sind wir hier auf der Webseite von Puma und da siehst du natürlich, du kannst jetzt auch hier schon direkt im Online-Store bei Puma bestellen. Sie haben zum Beispiel auch hier, wie wir sehen, mit dem AC Milan eine Partnerschaft. Also es ist sehr, sehr schön. Unten findest du Investoren, das ist das natürlich, was uns wie immer interessiert. Und da siehst du natürlich auch hier den Annual Report, du siehst die verschiedenen Präsentationen, du kannst hier ein paar Infos zur Aktie noch holen, den Kalender. Du siehst auch hier, wer ist eigentlich aktuell in diesem ganzen Unternehmen tätig. Also es ist sehr, sehr schön, du kannst vielleicht auch eine Karriere bei Puma starten. Du siehst die Nachhaltigkeit, also es ist wirklich schön aufgebaut und auch schön, dass es auf Englisch ist. Wir gucken mal auf Deutsch. Geht das natürlich auch. Zurück zur Präsentation. Nach der Webseite kommen wir zu den Kennzahlen und den Aussichten. Wir betrachten den Jahresbericht und die Schätzungen, die finanzielle Situation und natürlich auch, was die Analysten sagen. Beim Jahresbericht und den Schätzungen sehen wir, Analysten rechnen mit steigendem Umsatz, steigendem EBIT, steigendem Gewinn je Aktie und auch steigender Dividende für die Aktionäre. Bei der finanziellen Situation sehen wir, bis 2021 will man wieder schuldenfrei sein, der Cashflow liegt zu, der Buchwert liegt zu und auch der Cashflow je Aktie liegt zu. Dann siehst du hier, bei der historischen Entwicklung vom KGV im Jahr 2013 hat Puma Verluste eingefahren, deswegen ist natürlich auch aktuell das historische KGV ganz schön nach oben verzerrt. Beim Gewinn je Aktie und bei den Erwartungen siehst du, man geht davon aus, dass diese weiter zulegen werden. Bei den Analystenschätzungen siehst du,
Der Kurs läuft eigentlich parallel mit dem mittleren Kursziel der Analysten. Aktuell raten 4 Analysten zum Kaufen, 5 zum Aufstocken, 9 zum Halten, 2 zum Reduzieren und nur 2 zum Verkaufen. Was würde eigentlich Peter Lynch dazu sagen? Und wir haben ja einen Fast Grower. Wir haben ein Gewinnwachstum von über 10%. Wie hoch ist es auf 5 Jahres Sicht, wirst du gleich sehen. Dazu gibt es eine geringe Dividende. Er würde empfehlen, buy and hold. Jetzt schauen wir uns natürlich den Levermann und den Petrovsky F-Score an. Der Levermann-Score kommt auf einen Punkt. Was bedeuten würde verkaufen? Der Petrovsky F-Score 9 von 9 möglichen Punkten. Was würde eigentlich Marcel zum Chart sagen? Marcel, schön, dass du da bist. Führ die Zuschauer doch einmal durch diesen Chart. Danke, Philipp. Wir betrachten den Chart von Puma und der drittgrößte Sportartikelhersteller mit einer tollen Rallye. Und das weiß, glaube ich, auch jeder deutsche Aktionär, dass die Puma-Aktie nach wie vor sehr trendstabil ist und kaum anfällig für Gegenbewegungen. Wir können den Chart hier einmal nochmal groß ziehen und wir sehen, seit Mitte 2015 ging es in die Rallye über und der Kurs hat sich mehr als versechsfacht. Wer da von Anfang dabei war, der kann sich glücklich schätzen. Zurück zu dir. Danke Marcel und jetzt kommen wir zur Checkliste. Und da ist natürlich Punkt Nummer 1, haben wir ein verständliches Geschäftsmodell? Ja, das haben wir. Kleidung, Fokus auf Sport, Schulnote 2. Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt? Ja, weil die Weltbevölkerung wird zunehmen und wenn man es schafft, natürlich auch hier über Sportler eine Faszination und eine Marke weiter aufzubauen und diese zu stärken, kann das gut werden. Deswegen Schulnote 2. Kenne ich die Segmente, wie das Unternehmen Geld verdient? Ja, wir erinnern uns, 3 Stück. Das Unternehmen ist sehr breit aufgestellt und erzielt Umsätze und Gewinne in Regionen und Währungen, in denen ich investiert sein möchte. Schulnote 1. Nach Peter Lynch haben wir einen Fast Grower, das heißt Buy and Hold. Wir gehen jetzt noch zur Checkliste für Fast Grower. Und da haben wir als allererstes natürlich das EPS-Wachstum plus die Dividende und aktuell EPS-Wachstum auf 5 Jahressicht 23% pro Jahr plus fast 1% Dividende gibt von mir Schulnote 1. Ich habe das Risiko verstanden, die Fantasie macht den Kurs, also immer wirklich aufpassen. Ob ich kaufen würde? Ja, bei einem Rücksetzer. Ich finde das KGV aktuell noch etwas zu hoch, aber ich könnte mir hier doch eine Position vorstellen. Insgesamt muss man wirklich sagen, es kommt auf die Watchlist, also auf meine persönliche, und wir haben einen Notendurchschnitt von 1,5. Das bedeutet schon eine 2+. Kommen wir zu MSDS. Modern Value Investing sucht die super Aktie und jetzt ist natürlich wieder deine Meinung gefragt. Du kannst abstimmen auf www.modernvalueinvesting.de im Artikel. Diesen findest du auch in den Shownotes, ob das Unternehmen mit auf deine Watchlist kommen soll. Das Passwort für die Watchliste hörst du wie immer im aktuellen Podcast. Wie haben wir abgestimmt? Wir sind der Meinung, also der Peter, ja, ab auf die Watchlist. Der Marcel sagt, ja, ab auf die Watchlist. Und ich sage auch, ab auf die Watchlist. Jetzt interessiert uns natürlich wie immer deine Meinung. Schreib uns das doch gerne mal in die Kommentare. In den Shownotes findest du auch noch die Analyse zu Adidas und zu Nike. Dann kannst du dir auch mal einen wirklich schönen Überblick über diese 3 großen Hersteller von Sportartikeln bilden. Denk bitte immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao!